Ich glaube, dass das gar nicht mit der AfD zu tun hat, sondern ich glaube, dass das eher auch ein Phänomen ist der digitalen Medien und der Anonymisierung. Doch, weil ich, wie sagen, Sie bekommen Ihre Hassbriefe, ich bekomme meine. Das heißt, in dem Moment, wo man in der Öffentlichkeit steht, wird man angefeindet. Und ich stelle fest, dass die Hemmschwellen in der Tat, auch bei den Zuschriften, die ich bekomme, Drohungen, Beschimpfungen und in der Regel anonym. Das heißt, das ist die Anonymität von sozialen Netzwerken laden quasi nahezu dazu ein. Aber die Frage ist und Leute, die ihr Gesicht zeigen müssen oder wenn ins Gesicht würde dir das keiner sagen. Ja, noch. Aber die Frage, ist, welchen Anteil hat daran die politische Debatte? Und deshalb möchte ich Ihnen ein Beispiel noch mal zeigen. Die mediale. Darf ich noch mal ein Beispiel zeigen? Das ist ein Tweet von einer Politikerin. Sie ist mittlerweile jetzt nicht mehr da, wo sie war. Das ist Erika Steinbach. Das ist Februar 2016. Ja. Sie war zu der Zeit nicht nur Mitglied des Bundestages, sondern sie war eben Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und hat folgenden Tweet in die Welt gesetzt. Das ist damals dann sehr häufig geteilt und kommentiert worden. Deutschland 2030 steht über diesem Bild. Woher kommst du denn? Man muss wissen, dieses Foto ist in Indien entstanden. Ein Fotograf hat ein Kinderheim besucht, ein Waisenheim, und hat seinen 18 Monate alten Sohn in einer sehr schönen Situation, wie er sagte, fotografiert. Und das hat Erika Steinbach dahingestellt. Deutschland 2030. Woher kommst du denn, Herr Herrmann? Ist das einfach pur rassistisch? Oder ist es in Ordnung, weil es die Angst der Deutschen aufgreift, irgendwann mal in der Minderheit zu sein im eigenen Land? Also ich weiß nicht, was sich Erika Steinbach dabei gedacht hat. Aber ich will schon ganz allgemein sagen, nicht allgemein. Wir erleben, das wäre jetzt schon schön, wenn Sie das immerhin in der Fraktion gelesen. Weil ich nicht weiß, was sie sich dabei in der Tat gedacht hat. Ich sage das genauso. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Ist es rassistisch oder aber auch ein CSU-Politiker kann von Rassismus sprechen. Das Foto ist ja als solches nicht rassistisch. Es gibt sicherlich manche Äußerungen von Frau Steinbach, die ich jedenfalls persönlich nicht teile. Mir ist wichtig festzustellen, erstens, wir erleben insgesamt eine Verrohung der Debatten, auch mit Social Media und so weiter, quer durch die ganze Bandbreite. Ja. Wir erleben leider auch in der Tat eine Zunahme von Ausländerfeindlichkeit, von Straftaten, auch von Gewalttaten. Es bleibt ja leider nicht bei allen beim Verbalen, das Verbale ist schon schlimm genug, sondern wir erleben auch eine Zunahme an Gewalttaten. Das ist ein echtes Problem. Und deshalb müssen wir überall, wo so etwas vorkommt, wo Neonazis unterwegs sind oder wer auch immer, wir müssen dem massiv entgegentreten. Weil das in der Tat auch mit der Art, wie wir zusammenleben, mit unserem Verständnis von Toleranz nichts zu tun hat. Ich habe den Tweet deshalb verwendet, um zu fragen, welchen Anteil hat an dieser Gewalt die Politik? Gibt es also etwas, wo sich jemand, der am Ende dann gegen ein Flüchtlingsheim einen Molotow-Cocktail wirft, durch solche Tweets ermutigt fühlen könnte? Ja. Das kann und jetzt ich noch mal die Frage, nicht recht Sie, vorstellen, das ist, aber es ist jedenfalls aus meiner Sicht völlig klar, dass wir jeden, der solche Gewalttaten begeht, natürlich dingfest machen müssen, dass er hinter Gitter gebracht wird. Das ist die Aufgabe dieses Rechtsstaates. Aber das Problem Und eines will ich aber schon noch mal im Hinblick auf das, was Sie vorhin gesagt haben, mit dem wunderbaren Amerika sagen. Nee, Moment, wir bleiben jetzt in Deutschland und bleiben jetzt bei der auch Verantwortung in der Kriminalität, der Politik. Auch in der Gewaltkriminalität ist leider eine völlig andere. Das Bild ist schon richtig, dass und man kann da leichter sich zu identifizieren als amerikanischer Bürger und dergleichen. Aber wenn Sie anschauen, wie viele Gewalttaten, offensichtlich rassistische Gewalttaten, denken Sie an die Bilder, die in den letzten zwei Jahren durch die Welt gegangen sind. Herr Herrmann, darf ich Sie bitten, Schusswechsel dass wir jetzt und so weiter, wo Schwarze erschossen worden sind und dergleichen. Rassismus in Deutschland bleiben. Ich bestreite nachdrücklich, dass diese Integration in Amerika tatsächlich bei den einfachen Bürgern besser klappt als bei uns. Ich wollte trotzdem gerne wissen, wie fremdenfeindlich oder wie rassistisch ist Deutschland? Das war ja gerade jetzt die Frage. Und welchen Anteil hat die Politik? Es gibt eine Minderheit, die in der Tat rassistisch ist. Da ich würde auch sagen, es ist eine Minderheit. Ich würde nie von einer Mehrheit sprechen. Genauso, weil ich die positiven Zuschriften auch von einer Mehrheit der Deutschen bekommen habe, als Reaktion auf die Hasskommentare, die ich erhalte. Es ist eine Minderheit. Aber solche Tweets motivieren Menschen, die sich vorher nicht getraut haben, das zu sagen, was sie vorher niemals gesagt hätten. Weil sie denken, wenn Frau Steinbach sowas sagt, dann kann ich doch erst recht sowas sagen. Das ist ja eine gestandene Politikerin. Gottlob. Und dann, das ist nämlich das Problem. Und das führt zu einer Enthemmung. Auch in der Sprache, in einer Verrohung in der Sprache. Wir haben als Politiker, als Politik haben wir die Verantwortung und auch Sie, auf unser Wording zu achten. Richtig. Und bestimmte Dinge eben nicht zu sagen. Und hier bei dem Fall zu sagen, dass das natürlich Rassismus schürt.
Das ist unsere Verantwortung. Dafür ist Frau Steinbach nun wirklich zu unbedeutend. Frau Steinbach ist eine Figur vom rechten Rand der CDU. Ja, das sind ja viele andere, die das auch gemacht haben, mit dieser Verunsicherung. Da gibt es der Politik den Vorwurf zu machen, sie habe das gefördert, ist, glaube ich, wirklich falsch. Natürlich gibt es einzelne Äußerungen und Debattenbeiträge in der Politik, wie auch übrigens sehr stark in den Medien. Das darf man dabei nicht vergessen. Ich glaube, dass der mediale Anteil noch größer ist, viel größer als der Politik. Der richtigen offiziellen Politik mache ich gar keinen Vorwurf. Da kann man drüber diskutieren, ob das, was die CSU in der Flüchtlingskrise gesagt hat, immer wirklich geeignet war, die AfD klein zu halten oder ob sie es nicht gefördert hat oder stabilisiert hat. Da bin ich anderer Meinung als Sie, müssen wir aber nicht weiter diskutieren. Aber das ist kein Problem der Politik. Ich glaube, wir haben es mit zwei, und das werden wir behalten, mit zwei grundsätzlich verschiedenen Vorstellungen von Deutschland zu tun. Das ist die da stehen sich zwei Leitbilder gegenüber. Das eine Leitbild ist, wir sind sozusagen, was unser Leben angeht, in den kleinen Formen, in den Riten und Gebräuchen und den Alltäglichkeiten und in den Grundvorstellungen sind wir im klassischen Sinne deutsch, germanisch, urdeutsch. Das andere ist, meine ich nicht abwertend, das ist ein Standpunkt, den man haben kann. Der andere Gegenstandpunkt ist, Deutschland hat sich wahnsinnig verändert. Deutschland hat 20% seiner Menschen schon aus anderen Kulturen übernommen. Deutschland ist schon anders. In diesem anderen Deutschland möchte ich gerne leben. Ich habe nur positive Erfahrungen mitgemacht. Andere haben negative, weiß ich wohl. Ich habe nur positive. Ich möchte nicht mehr in Urgermanien leben. Ich möchte in dem viel kulturellen, aufgeschlossenen, weltoffenen Deutschland leben. Und ich möchte aber auch nicht in den Logo-Polen Dortmund zwischen diesen beiden, das ist nämlich auch. Zwischen diesen beiden Polen spielt sich der Kampf noch ab. Und das, was wir hier heute Abend diskutieren, ist ein Papier aus dem einen Pol, der die alle hier ausgrenzt. Und das geht nicht. Das muss man auch ablehnen. Die Realität ist eine andere, lieber Herr Jörges. Und jetzt sage ich Ihnen noch mal ein ganz konkreten Beispiel. Ich lebe auch in der Realität. Nein. Und jetzt sage ich Ihnen, wie ist die Realität in Deutschland? Wir haben zum Beispiel München hat eine höhere Ausländerquote als Berlin. Und wo funktioniert die Integration? In München funktioniert sie besser als in Berlin. Aber ich wünschte mir, Sie würden genauso sprechen, nicht aus. Diejenigen, die sich integrieren wollen, werden ja gar nicht integriert. Die Arbeitslosigkeit von faktisch macht die CSU zu Hause eine andere Politik, als wie sie nach außen kommuniziert. Das werfe ich Die Bildungsabschlüsse von Migrantenkindern in München sind besser als die von denen in Berlin. Weil wir auch mehr in unsere Schulen investieren als Berlin. Das ist die Realität. Wir kümmern uns um die Integration. Wir sagen, es ist nicht wurscht, es soll jeder machen, was er will, sondern wir kümmern uns um die Integration. Und dazu muss man klare Ziele haben und sagen, wohin wird integriert. Und in München funktioniert die, in Bayern funktioniert die besser als dort, wo man jahrelang Multikulti hinterhergelaufen ist. Ich würde sagen, in Berlin leben 190 Nationen und sie leben in Frieden miteinander. Und wir leben in einer vielfältigen, offenen Stadt und wir sind total stolz darauf. Die Waldkriminalität ist in Berlin Wir sind total stolz drauf, ohne dass ich die Probleme, die wir als Hauptstadt haben, ausblenden möchte. Aber was ich der CSU vorwerfe, ist, sie machen die Integration vor Ort ja meinetwegen gut. Aber das, was sie nach außen kommunizieren, ist nämlich genau das Gegenteil. Sie nutzen die verunsicherte Mitte, die es in Deutschland ja gibt. Die gibt es. Und sie haben Angst vor dem, was dieses Land werden könnte. Sie nutzen die Ängste aus, instrumentalisieren sie für letztendlich ihre Zwecke. Das hat die CSU eine ganze Zeit lang. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Zeit. Dann hätten wir nicht die Probleme, die wir in den No-Go-Areas haben. Wir probieren es aus mit der CSU in Nordrhein-Westfalen. Ich danke, diese Diskussion ist geführt worden zwischen einem Thüringer, der ein Hesse geworden ist, einem Bayern, der aus Franken kommt, einer Südafrikanerin, die Deutsche ist, einer Rumänin, die Deutsche ist und einer Palästinenserin, die auch Deutsche ist. Ja, und das ist Deutschland. Danke für diese bunte und doch aufschlussreiche Diskussion. Wir werden sicher dieses Thema frei nach Friedrich Nietzsche auch die nächsten Jahrzehnte haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche.